Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Adam Hamdan, Rolf Landahl und Thomas Helmer. MyBet.eu präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. So, und als nächsten Gast begrüßen wir ganz recht herzlich den neuen Trainer vom VfB Lübeck, Rolf Landahl aus Österreich. Und begrüßen natürlich Nadine, bring uns unseren Gast aus Österreich. Applaus, Applaus, Applaus. Grüß dich, mein Bruder. Schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Schön, hier zu sein. Wir fangen gleich mal an, während du festgemacht wirst. Erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, danke sehr. Und schon realisiert alles. Ja, ja, ist ja schon wieder eine Zeit lang her, dass man sich an diesen Status gewöhnen hat können und ja. Oh, ist ja ein guter Einstieg, das ist ja schön, ne? Der Einstieg war es nicht, ist mittlerweile mein fünftes Jahr dann. Naja, aber wegen so... in dem Profifußball. In dem Profifußball, ja, okay, das, gut. Wir haben, ne, wir haben schon, ne? Ja, man muss schon betonen, dass wir schon die letzten zwei Jahre sehr professionell trainiert haben und eigentlich Profi-Status gehabt haben und das ist jetzt das Ergebnis davon. Jetzt hat es ja eigentlich geklappt, Gott sei Dank. Ja, ne? Harte Arbeit, ne? Da wollte man hin. Ja klar, harte Arbeit. Ich meine, wir haben vor 4 Jahren begonnen, das dem Ganzen eine Idee zu geben, eine spielerische Idee, eine Spielphilosophie zu entwickeln. Und dann haben wir uns Punkt für Punkt verbessert. Ja. Jahr für Jahr. Hättest du es auch noch ein Jahr ertragen können in der Regionalliga? Ich meine, die Finals, also die Finalspiele sozusagen, das war ja eigentlich jedes Jahr eine Machtdemonstration irgendwie bis auf die Spiele gegen Wolfsburg, die halt immer unfassbar knapp waren. Und am Ende hatte der VfL dann ja meistens leider die Nase vorn aus eurer Sicht. Noch in der Regionalliga wäre hart geworden, oder? Wäre hart geworden, klar. Ich meine, nichts gegen die kleineren Vereine, die das wirklich heutzutage hervorragend machen. Da sind wir wieder beim vorigen Thema, diese Professionalisierung des Amateurfußballs. Aber ich sage nicht Nein zum Aufstieg, sagen wir es mal so. Du warst ja nun auch lange Zeit Profi und hast ja eine bewegte Laufbahn, bist ja durch ganz, oder durch halb Europa zumindest hast gespielt, Portugal, Niederlande, Tschechoslowakei und natürlich dein Heimatland Österreich und zum Schluss beim VfB Lübeck. Hatten dir diese Stationen ein bisschen geholfen jetzt bei deiner Tätigkeit als Trainer? Ja, natürlich. Ich meine, wenn du dann dich entscheidest, Trainer zu werden, dann nimmst du natürlich von vielen Stationen etwas mit. Nicht immer nur gute Sachen, ich glaube, dass man auch sehr viel lernt von Sachen, wo man sich damals schon realisiert hat, okay, die würde ich gerne anders irgendwann mal machen, aber ja, man nimmt überall was mit. Ich hatte auch sehr interessante Trainer mit Karel Brückner, mit Bert van Marwijk, mit Willem van Hanegem, also hervorragende Trainergrößen und Persönlichkeiten und da kann man sich schon das eine oder andere abschauen. Ja. Und 2016 bist du ja dann zurückgekehrt zum VfB. Hast du in dem Moment, als du beim VfB unterschrieben hast, dabei, dass dieses Ziel dritte Liga war ja irgendwie schon immer klar, hast du gedacht, dass es so lange und so steinig werden wird, dieser Weg, dass es tatsächlich 4 Jahre dauert, bis man diesen Sprung wieder zurückschafft? Ich meine, da gehört der VfB ja eigentlich hin. Klar, erhofft man sich, dass das Ganze schneller passiert, aber wenn man dann sieht, wo wir gestartet sind und was für Strukturen wir gearbeitet haben, dass wir wirklich... Semi-Professionalität, muss man schon dazu sagen, dann wundert es mich im Nachhinein nicht. Klar ist dieses Traumdenken da, auch Traumdenken der Fans, wenn du dann mal mit so einem kleinen schlafenden Riesen, wie ich das gerne nenne, hier im Norden, zwei, dreimal hintereinander gewinnst, dann ist die Emotion und die Euphorie gleich riesengroß und jeder redet vom Titel, aber insgeheim weiß man schon, dass das ein weiter und harter Weg ist. Ich meine, du wirst nicht jedes Jahr Meister und... Das ist schon kein Zufall. Wie seid ihr denn jetzt mit dieser Corona-Krise umgegangen? Die lange Spielpause, um es mal so zu sagen. Und das ist ja auch im Amateurbereich ist es eine andere Geschichte, nachher dann individuell zu trainieren, so wie das die Profivereine machen. Wie habt ihr das beim VfB Lübeck? Ja, die Möglichkeit für Cybertraining hatten wir nicht. Wir haben dann per WhatsApp-Gruppen Trainingspläne verschickt und geschaut, dass die Jungs so gut wie möglich fit bleiben. Schlussendlich konnte man dann wieder auf den Platz gehen, aber dann konntest du nur in 5er, 4er Gruppen trainieren. Hat dann nicht wirklich etwas mit unserem Sport zu tun, wo du Körperkontakt brauchst und auch fürs Training brauchst. Irgendwann geht ja dann der Schmäh aus, wie es so schön heißt bei uns in Österreich. Mit Passformen, mit Spielformen auf Distanz, das ist mühsam, das ist nicht unser Sport und deshalb bin ich froh, wenn es jetzt diese Lockerungen gibt. Das ist ja als erstes durch den Kopf gegangen, als feststand, dass ihr aufsteigt. Geil, wir haben es geschafft. Wenn man dann auch wurscht wie, weil
Wir sind zu Recht darauf gegangen. Wir haben über das ganze Jahr 2019/20 die meisten Punkte geholt und sind zu Recht über den Quotienten dann aufgestiegen. Und trotzdem haben ja einige Vereine nochmal versucht, so einen Stein rüber zu kriegen, ich mein, zu euch und euch doch noch sozusagen die Meisterschaft streitig zu machen. Hast du so im Moment dann, also da gab es ja ganz wilde Spekulationen, wo man auf einmal so gedacht hat, also wie kann denn das sein? So, erzähl mal, das was es ist. Genau, also Lübeck hatte ja den höchsten Quotienten, wie du eben schon richtig sagtest, und dann gab es auf einmal aus Wolfsburg die Idee, auch Aufstiegsspiel zu machen zwischen Lübeck und Wolfsburg, obwohl Lübeck den klar besseren Quotienten hat. So, und die ganzen NLZ-Vereine, korrigier mich, die haben dann in der Sitzung auch noch dafür gestimmt. Außer Holstein Kiel. Unser Erzfeind. Vielleicht Schicksal, ihr habt ja dann auch noch euren besten Spieler dahin, oder wohl besten Spieler dahin verloren, aber da kommen wir gleich noch drauf. Hast du so ein bisschen dran gezweifelt, dass das eventuell jetzt doch also wieder gegen euch laufen könnte? Weil es war in den letzten Jahren ja eigentlich immer so. Eigentlich hat ja immer irgendjemand versucht, euch das noch kaputt zu machen. Ja, nicht irgendjemand. Ich meine, du musst schon sehen, dass du vor allem als Traditionsverein meistens der Verein bist, den jeder gerne schlagen will. Ich sage immer, wir waren so die letzten Bespaßer der Liga mit dem VfB Oldenburg. Jahre davor, wo ein paar Leute auf der Tribüne sind, wo gute Stimmung im Stadion ist. Und da bist du und die auch irrsinnig guten Anhang mitbringen zu den Auswärtsspielen. Ja. Da bist du natürlich immer wieder die Mannschaft, die gern geschlagen wird. Und dass dir diesen Aufstieg nicht jeder gönnt, das hat man dann, so wie du richtig analysiert hast, gesehen. Ich meine, klar, da gibt es dann schon die Seilschaften im Hintergrund, alte Bekannte, alle Freunde im Hintergrund, die sagen, ey, eigentlich hätte man lieber, dass der VfL Wolfsburg 2 aufsteigt. Mit Ahmed Aslan ist ja nun ein, sagen wir mal, Leistungsschlager Spieler von euch gegangen. Ne? Und gleichzeitig seid ihr jetzt wieder aktiv geworden auf dem Transfermarkt. Ich meine, deine Mannschaft, man kann es ja nicht ändern, aber wäre es besser gewesen, wenn es bei euch geblieben wäre? Also Amo hat zwei sensationelle Jahre bei uns gehabt, hat uns einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir das geschafft haben, zusammen natürlich mit der Mannschaft, mit der Unterstützung von der Mannschaft, sonst wäre er nicht so gut gewesen. Aber klar, hat mit seiner individuellen Qualität schon einige Spiele entscheiden können für uns. Tut natürlich weh, aber ist verständlich der Schritt, okay? Dass dieser Verein, den er sich ausgesucht hat, Emotionen weckt. Danke. Die Zuschauer sind hier gerne. Ja, aber dafür bin ich ja da, ja, um das zu kompensieren. Das ist sehr schön, was an meinem Unwissen ist. Ja, genau. Da bin ich auch glücklich. So, ich wollte es anders ausdrücken. Nein, danke, so kann man so ausdrücken. Ist ihm keiner böse. Ja, also klar, muss man verstehen, ne, wenn er verstehen, das ist zweite nicht Liga spielen kann, ne? Den HSV wegputzen. Das ist ja so. Du wirst lachen, das hat er tatsächlich schon mal gemacht, allerdings nicht im Dress, also doch im Dress des VfB Lübeck auch, nämlich im Testspiel vor der in der Winterpause, 5-2, nur mal so nebenbei, aber auch schon im DFB-Pokal mit dem VfL Osnabrück damals. Den hast du von der ersten Runde rausgeworfen, falls du dich erinnerst. Wenn wir gerade beim HSV sein, Drehen Freaker. Ist ja ein ehemaliges Talent vom HSV, der es da aber nicht so geschafft hat, der hat es bei euch einsteigt. Meinst du, er kriegt nochmal die Kurve? Das sind immer, finde ich, interessante Spieler, die geläutert sind, die demütig geworden sind, die relativ schnell hoch oben waren. Und das hat für mich einen gewissen Reiz, solche Spieler wieder in die Spur zu bringen, da diesen Ehrgeiz, diesen Biss zu entwickeln bei ihnen und dass sie es nochmal schaffen, weil das ein exzellenter Fußballer ist, das weiß er, aber es gehört halt ein bisschen mehr dazu. Ja. Und dieses bisschen mehr dazu hat vielleicht ein weiterer Neuzugang, den ihr geholt habt. Ich würde ihn als Braunschweig-Legende bezeichnen, Mirko Bolan. Ja. Was versprichst du dir von ihm? Lieder auf dem Platz, der viel über die Mentalität, über den Charakter kommt, über die Einstellung kommt, einen mitreißenden Spielstil hat, der natürlich mit seiner Riesenerfahrung, die er mitbringt, schon die Aufgabe hat, auch die Mannschaft zu führen. Einfluss zu nehmen auf die Mannschaft mit seiner Erfahrung, ja, Typ Führungsspieler, klar. Nun ist diese dritte Liga gespickt von Tradition zu einem, muss man ja sagen. Das kommt Verein wie Dynamo Dresden kommt dazu. Ja. So
die kommt zu euch an die Lohmühle. Was löst sowas bei dir aus? Das ist klar. Momentan ist es ein bisschen mit einer Skepsis gepaart, sage ich mal, weil du nicht weißt, was mit unserer Corona-Geschichte passiert, wie das weitergeht. Da leidet ein bisschen so die Emotion und Euphorie darunter. Die Planung ist geil. Die Euphorie ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich freue mich riesig, wir haben heute angefangen. Nein, ich sage die Planung, die man richtig fühlt, die ist gehemmt. Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir da drin sind, dass wir gegen solche Vereine spielen können. Und ich habe schon mal letztens gesagt, ich meine, das sind immerhin Vereine, die, wie ich ein kleiner Bub war und in Wien die ARD-Sportschau geschaut habe, da waren solche Vereine in der Bundesliga mit Kaiserslautern, mit Duisburg etc., wie sie dann auch alle heißen. Und das ist unglaublich geil, da dann als... Leider nicht mehr als Spieler in dieser Liga, aber dann als Trainer dahin fahren zu dürfen. Aber ihr müsst ja wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen was machen am Kader, oder? Oder würdest du sagen, das ist, also dritte Liga, das ist ja schon ein Sprung. Man sagt ja nicht nur, der Sprung aus der Oberliga in die Regionalliga ist riesig, sondern ich glaube, der aus der Regionalliga in die dritte Liga ist nochmal deutlich größer. Das hat man an Vereinen wie Jena und Chemnitz gesehen, die, glaube ich, auch eigentlich ganz gut aufgestellt sind sonst grundsätzlich. Aber selbst die haben es dann doch schwer in dieser dritten Liga. Was muss aus deiner Sicht noch passieren? Ja gut, wir sind noch klar auf der Suche nach einem gestandenen Verteidiger. Wir sind natürlich auf der Suche, zu deiner Frage vorher, Kalle, diesen Amor Aslan-Ersatz unter Anführungszeichen, da sind wir auf der Suche. Und wir brauchen auch noch den einen oder anderen U23-Spieler, weil da gibt es ja auch wie in der Regionalliga die Regelung mit den vier U23-Spielern, die am Blankett draufstehen müssen. Und das dürfen keine Platzhalter sein, sondern es müssen Bursche sein, die tatsächlich eingreifen können und die du bringen kannst. Rolf, gibt es irgendwie, auch du hast natürlich die Möglichkeit, irgendetwas loszuwerden, was dir auf dem Herzen liegt, wenn dir dann auf dem Herzen liegt, oder jemanden zu grüßen. Gibt es irgendwas, was du der breiten Öffentlichkeit mitteilen möchtest? Nein, ich empfehle wirklich jedem, der noch nicht hier war, sich das mal anzuschauen. Auch schönen Gruß an meine Freunde in Österreich, in Wien und in Kärnten. Wenn ihr auf der Reeperbahn seid, das nächste Mal kommt hier zu Kalle her. Das ist echt sensationell, was er hier zu bieten hat. Ja, mein kleines und probiert es auch vielleicht das ein oder andere Mal aus. Wir haben ja vorher eine kleine Führung gemacht, weil die Location ist natürlich die amtliche SM-Location, aber gleichzeitig machen wir unter dem Namen Das Verlies, wo wir jetzt hier diese Talkshow machen, machen wir auch Veranstaltungen, Partys. Wie gesagt, wir hatten hier die TuS Tassendorf Meisterfeier, Pokalfeier gehabt. Wir haben ja Aftershows gehabt und solche Geschichten. Das heißt, es wird nicht nur als SM genutzt, aber natürlich auch als SM. Und da haben wir vorhin einen kleinen Rundgang gemacht, um das Normale den Leuten zu zeigen. Und dann freut mich ja, dass du daran sehr angetan warst. Das weckt schon die ein oder andere Fantasie. So soll es auch sein. So. Da ist die Location für die Nicht-Abstiegsfeier, für den Nicht-Abstieg des HFB Lübeck schon gebucht. Ich wollte es als festes Trainingslager für den HSV einführen, aber dann wären sie nicht abgestiegen, glaub es mir. Wurde noch nicht gestartet wahrscheinlich. Nee. Die haben sich damals sogar geweigert, um hier zu einer Morgenpostparty zu kommen, weil sie sagen, nee, da kommen keine Schwänze, dann kommen wir nicht hin. Da musste sich halt die Morgenpost gegen mich entscheiden. Das ist amtlich, wirklich. Ja. Weil ich eben gesagt hatte, die Leute gehören hier rein, dann hier 40 Hiebe in Ketten legen und so, und dann funktioniert es. Aber auf mich hört ja keiner. Mein Lieber, ich hoffe, du trinkst auch gerne Kaffee oder deine Frau vielleicht. Sehr, sehr gerne. Wir haben hier, wie gesagt, diese extraordinäre Domino Espresso Kaffeebohne. Die Bohne für harte Nächte, auch geil, ne? Und dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir und mein lieber Rolf. Einen brandenden Applaus. Und ich bitte unsere saubere Nadine auf die Bühne. Da ist sie wieder. Wow. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair.